Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen im Herzogtum Pommern. Ihr habt es schon im Thumbnail gesehen. Die Abstimmung, die zweite Abstimmung, ist gelaufen hier bei unserem Projekt in 375 Jahren um die Welt. Und Pommern hat gewonnen. Pommern lag vorne. Ich will euch kurz über die anderen Ergebnisse informieren. Auf Platz 2 lagen die Mongolen, also Pommern mit 766 Stimmen. Dahinter also die Mongolen mit 670. Und auf Platz 3, ich will jetzt nicht alles aufführen, Kasanje immerhin, ja, wer hätte das gesagt, mit 467 und ganz hinten lag Sistan mit 200, aber auch diesmal wieder einigermaßen zusammen das Feld. Aber Pommern hat also gewonnen und nachdem wir also Moctezuma und die Azteken begleitet haben, machen wir jetzt im Jahr 1471 hier weiter mit diesem Herzogtum. So, in diesem Video, wie gewohnt, das ist das erste jetzt, also mit diesem Land, werden wir Folgendes tun. Wir werden uns mit der Geschichte Pommerns ein bisschen vertraut machen, also mit der echten Geschichte. Dann mit der Geschichte der letzten 25, 30 Jahre hier, was ist hier eigentlich passiert. Dann werden wir uns das Land ein bisschen genauer angucken. Was sind die Besonderheiten, wie sieht es aus mit dem König und so weiter. Was sind die Herausforderungen und dann machen wir uns einen kleinen Plan oder ein Ziel, was die politische Agenda unseres Königs ist. Und dann werden wir vielleicht die ersten Maßnahmen auch schon umsetzen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber erwartet jetzt in dieser Folge nicht allzu viel. Es ist die Prologfolge, die Vorbereitungsfolge. Also beginnen wir vielleicht ein bisschen mit der pommerschen Landesgeschichte. Pommern ist genauso, oder die Herrscherfamilie in Pommern ist genauso wie die in Mecklenburg gewissermaßen aus dem slawischen Adelsgeschlecht entstanden, das sich christianisiert wurde oder dann irgendwann übergetreten ist und ist zurückzuführen. Also der erste pommersche Fürst ist Wartislaw der Erste, der dann also wie in dieser Zeit üblich, also vor allem im 12. und 13. Jahrhundert, dann hier eine Siedlungstätigkeit aufgenommen hat, viele, viele Städte gegründet hat. Also die meisten pommerschen Städte sind in dieser Zeit, im 13. Jahrhundert, entstanden. Wenn wir von dem pommerschen Herzogtum sprechen, dann ist das immer ein bisschen schwierig, weil es im Laufe der pommerschen Geschichte immer zu, ja, man kann sagen, so ein bisschen Teilherrschaften gegeben hat. Um die verschiedenen Erben auch zu bedienen, wurde das Reich oder dieses Herzogtum geteilt. Wobei man nicht sagen kann, dass daraus Einzelherzogtümer entstanden sind. Das ist ein bisschen kompliziert, weil sie rechtlich durchaus auch wiederum verbunden waren. Aber um mal die wichtigsten zu nennen, es gab Pommern-Stettin, das war sozusagen hier vom Oderhaff ein bisschen südlich im Binnenland gelegen und sehr bedeutend am Anfang Pommern-Demmin, dann Pommern-Wolgast, es gab auch Pommern-Stolp. Pommern-Wolgast teilte sich dann auch wieder in Vorpommern und Hinterpommern, also alles ein bisschen kompliziert. Am Ende vereinigte sich das dann auch alles wieder in ein großes Herzogtum Pommern, aber man sollte es zumindest mal gehört haben, dass das nicht ganz so einfach gewesen ist und ganz so eindeutig. Dennoch, glaube ich, können wir hier mit den Kriterien von Europa Universalis von einem Herzogtum jetzt einfach mal ausgehen. Wobei, was die pommersche Landesgeschichte betrifft, hat das natürlich Bedeutung, diese Teilung. Wobei die eigentlich nie miteinander wirklich im Konflikt lagen, sondern mehr oder minder zusammengearbeitet haben oder freundschaftlich sich die Herrschaft geteilt haben. Es gab so verschiedene, ja, wie soll ich sagen, Konflikthorte, verschiedene Problembereiche in der pommerschen Geschichte. Das eine ist in Richtung Süden, vor allem für die pommersch-stettinische Linie, der ewige Konflikt mit Brandenburg, beziehungsweise vorher sogar schon mit den Askaniern, also im 13. und beginnenden 14. Jahrhundert. Aber nach dem Aussterben der Askanier profitierten auch die Pommern davon. Aber schon nachdem sozusagen dann Brandenburg hier erstarkte, gab es fast dieselben Probleme. Im Kern ging es einerseits natürlich um die Herrschaft über bestimmte Gebiete, also vor allem die Uckermark, aber auch die Neumark waren durchaus umstritten. Aber vielleicht noch wichtiger, es ging um die Frage der Lehnshoheit. War also dieses pommersche Herzogtum, war das quasi unabhängig aus eigenem Recht heraus oder
oder vielleicht auch vom Kaiser her belehnt, oder haben sie das Lehen dieses Herzogtums von Brandenburg aus erhalten? So war es nämlich lange Zeit und das war immer Anlass für Konflikte. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht so weit ins Detail gehen, aber da gab es verschiedenste Kriege und Auseinandersetzungen. Das war so ein wesentlicher Punkt. Zwischenzeitlich haben sie gewissermaßen das geschafft, so eine Unabhängigkeit zu erreichen, dank der Luxemburger, mit dem sich die Pommern, also mit dem Kaisergeschlecht gewissermaßen, mit dem Königsgeschlecht, mit dem sich die Pommern eng zusammengetan haben. Aber später sah das dann wieder anders aus und das flammte erneut auf. Aber so viel, glaube ich, dazu. Das zweite große Thema und ja, ein Zeitpunkt, wo das pommersche Herrschergeschlecht ja quasi fast in die Weltgeschichte eingegangen ist, oder ist es eigentlich, aber sie hätten zu den ganz Großen auch langfristig gehören können, war die Zeit, als der junge Erich von Pommern König der Kalmarer Union war und damit König von Schweden, Norwegen und Dänemark. In der Tat, das gab es. Erich von Pommern hieß eigentlich damals Bogislaw, gehörte also zum Greifengeschlecht und gehörte zu dieser Linie Pommern-Stolp und war gleichzeitig der Großneffe der Königin Margarete von Dänemark. Also er war der Enkel der Schwester von Margareta. So, und diese, nachdem die ihren Sohn verloren hatte, hat sie sich eben diesen Enkel ihrer Schwester gewissermaßen vorgenommen. Und sie hatte wirklich aus verschiedensten Gründen den Plan, und den hat sie auch mit aller Härte durchgezogen, eben diese drei Königreiche irgendwie unter eine Personalunion zu vereinigen. Und das wollte sie mittels dieses sechsjährigen Enkels betreiben, den sie dann auch, 1387 war das gewissermaßen, den drei Ländern präsentierte und dann nach und nach zum König einzelner Länder machte und schließlich eben da im Jahr 1397 mit 16 dann auch zum König dieser Kalmarer Union ja aus oder wählen ließ, so muss man es sagen, denn sie wollte eine möglichst hohe Akzeptanz hier in der Union erreichen und hat deshalb so eine Art Wahlkönigtum eingeführt, dass also die Stände der drei Königreiche eben diesen neuen König wählen sollte. Es war also kein Erbrecht. Das heißt, das Haus Greif oder das Haus Pommern-Stolp, das hatte jetzt nicht plötzlich einen Erbanspruch auf diese drei Königreiche. Aber genau das hat später Erich von Pommern versucht durchzusetzen. Ein Grund, warum er dann am Ende gescheitert ist. Also aber auf jeden Fall, das war der Plan. Allerdings überzog sie das dann auch ziemlich. Sie hat dann die Verwaltung der drei Königreiche zentralisiert in Kopenhagen, hat vor allem in Norwegen und Schweden dann viele Ämter und Verwaltungsposten und Besitzpositionen auch an Dänen und auch an Deutsche gegeben, was natürlich den Unmut der Schweden und Norweger mit sich geführt hat. Ihr merkt schon, obwohl eigentlich König Erich König war, hat sie zu ihren Lebzeiten immer noch gewissermaßen mitregiert. Aber irgendwann ist sie dann gestorben, 1412 war das, und 1412 übernahm dann also Bogislaw, der inzwischen dann Erich, ich weiß gar nicht, ich glaube Erich der Siebte von Norwegen, also er wurde auf jeden Fall Erik genannt, weil das besser passte zu den skandinavischen Königreichen. Und dieser Erik, der, oder Erich, nennen wir ihn Erich von Pommern, der betrieb nun selbst eine richtige Großmachtspolitik. Also der hatte richtige Höhenflüge. Ich meine, der war auch dreifacher König, kann man auch nachvollziehen. Also er versuchte, Holstein zu bekommen, führte einen Krieg gegen Grafen von Holstein. Er legte sich mit der Hanse an, protegierte eher die englischen und holländischen Händler, beharrte auf den Sundzoll. Das ist ein Riesenthema gewesen. Hatten wir ja schon in verschiedenen Let's Plays. Wie auch immer, er tat also nichts, um die Stimmung zu beruhigen. Und das führte unter anderem im Jahr 1435 zu einem Aufstand in Schweden, der auch durch die Reichsstände dort in Schweden unterstützt wurde, zu einem erfolgreichen Aufstand. Dann kam noch sein Plan ins Spiel, dass er das Erbrecht ändern wollte, dass er seinen Sohn, tatsächlich also diese drei Königreiche an seinen Sohn vererben wollte. Das haben alle drei, also alle die Stände in allen drei Reichen, nicht mitgemacht. Und so kam es 1439 zur Absetzung
dieses Erichs von Pommern durch den dänischen Reichstag. Ja, und damit war er kein König mehr, dieser drei Länder. Er zog sich nach Gotland zurück und ja, hatte wohl einiges Geld angehäuft, finanzierte dann, er versuchte zusammen mit dem Deutschen Orden irgendwie noch seine Macht wieder zurückzuerlangen und finanzierte von Gotland aus auch Kapern, Kaperkrieg, also Freibeuter, um die, ja, diese drei oder diesen Nachfolgekönig oder zu schwächen und irgendwie wieder in sein Recht zu kommen. Aber das führte alles zu nichts und als dann die Dänen oder die Schweden drohten, Gotland anzugreifen oder zu erobern, dann zog er sich auch zurück. Ich glaube, seine Brüder waren gestorben und er konnte dann gewissermaßen dieses Teilherzogtum Pommern-Stolp dann auch antreten. 1451, so in der Drehe. Also er hatte noch circa 10 Jahre zu leben, die er dann dort verbrachte und dort ist er dann auch gestorben. Ja, also wirklich eine ganz faszinierende Person und eine interessante Geschichte und stellt euch mal vor, was gewesen wäre, wenn er sich anders, wenn er sich geschickter, erfolgreicher angestellt hätte. Ja, na gut, die Kalmarer Union wäre vielleicht auch in dem Fall irgendwann zerbrochen, aber wir hätten also hier einen pommerschen König und vielleicht ja eine gesamte pommersche Linie in ganz Skandinavien gehabt. Ganz lustige Vorstellung irgendwie. In dem Zusammenhang vielleicht noch zu erwähnen, 1456, bedeutsam für das Herzogtum, wurde die Universität Greifswald gegründet. Allerdings kam die Initiative nicht vom Herzogtum selbst, sondern von der Stadt Greifswald. Und die wurden wiederum inspiriert dazu, dadurch, dass die Rostocker Universität, die vorher gegründet wurde, die war mal 7 Jahre im Exil, weil die Stadt unter Reichsbann lag, ist sie nach Greifswald umgezogen und das scheint den Greifswaldern so gut gefallen zu haben, dass sie das zum Anlass genommen haben, ihre eigene Universität zu gründen im Herzogtum Pommern. Ja, soweit vielleicht so ein bisschen als Vorgeschichte. Also für uns merken wir uns mal, es gibt hier historisch eine Fehde mit Brandenburg und es gibt eine gewisse Beziehung zu diesen skandinavischen Königreichen, wie auch immer wir das dann entwickeln werden. Wir schauen uns jetzt mal an, was hier eigentlich passiert ist seit 1444. Lass mal hier vorlaufen und gucken mal genau auf Veränderungen. Wir sind im Jahr 1448. Im Moment passiert noch nicht viel. Ich klicke auf Pause, wenn sich irgendetwas verändert. Nein, ich sehe nichts, Leute. Eine sehr stabile... Oh, nee, warte mal. Jetzt habe ich die Zeit verpasst. Habe nicht genau hingeguckt, aber spätestens im Jahr 1460 müssen also die Pommern hier Mecklenburg komplett erobert, annektiert haben und einverleibt haben. Das ist also der erste große Schritt, der hier passiert ist im Jahr 1460. Wir machen mal weiter. Was jetzt passiert? Oh, jetzt haben wir es 1463. Hier hat das polnische Königreich offenbar erfolgreich gegen den Deutschen Orden gekämpft und diese drei Provinzen erhalten. So, was ist noch passiert? Jetzt. 1467. Da wird also Pommern ebenfalls den Deutschen Orden angegriffen haben und Danzig, Marienburg und Königsberg, ja, ich möchte mal fast sagen, die absolut wichtigsten Städte und weitaus wichtigere meines Erachtens als diese drei hier erobert haben. Wir lassen nochmal weiter durchlaufen, ob noch irgendwas passiert ist. Ja, hier unten gab es noch ein paar Veränderungen, für uns vielleicht nicht ganz so interessant. Burgund im Moment und dann sind wir am Ende angelangt, 1471, das ist also der Stand der Dinge. Wir werden übrigens, das hatte ich vergessen anzukündigen, wir werden nach Ende dieser Pommern-Zeit natürlich zurückgucken, schauen, was die Azteken in der Zwischenzeit gemacht haben. Und immer, also wenn das nächste Land, die nächste Herrschaft endet, schauen wir uns die vorherigen an. Das ist auf jeden Fall Teil dieses Konzeptes. Okay, soweit also zur Vergangenheit. Jetzt gucken wir uns an, wie die Lage ist. Vielleicht erstmal die diplomatische Lage. Also, wir sind verbündet mit Verden, mit Dithmarschen und Friesland. Okay, das sind jetzt vielleicht nicht so die allerstärksten Verbündeten, aber immerhin, sie haben hier 7000, Verden auch 7000 und Dithmarschen auch 7000. Ja, sie haben doch relativ viel Armee, wenn wir uns angucken, wir haben nur 10.000. Dazu kommen wir gleich später.
So, das ist der Stand der Dinge. Wir haben noch bis 1480 einen Waffenstillstand mit dem Deutschen Orden. Was ist noch zu erwähnen? Wir haben diverse Kriegsgründe, das ist vielleicht nicht ganz so interessant. Wir waren gerade Lüneburg und Lauenburg und werden von der Hanse blockiert in unserem Handel und blockieren selber gerade auch Lübeck. Okay, das zur politischen Lage, jetzt natürlich entscheidend. Das hätte ich vielleicht als erstes mal machen sollen. Wer ist denn unser Herzog? Unser Herzog ist Ota der Dritte. Er ist von seinen Werten eher, naja, formulieren wir es vorsichtig, durchschnittlich. Er ist 27 Jahre alt und das Interessante ist, er ist böswillig. Er ist böswillig. Das lesen wir uns nochmal ganz genau durch, was das bedeutet. In dieser Spielmechanik oder im Geiste dieses Spiels, dieser Herrscher gilt als böswillig. Die Taten unseres Oberhaupts sind häufig von Bosheit oder böswilligen Absichten motiviert. Dementsprechend sind alle Untertanstaaten unter unserer Kontrolle rasch über unsere Handlung erbost und davon eingeschüchtert. Ja, das ist die Konsequenzfreiheitsstreben plus 5%. Aber auch für Events werden wir das mit in Anspruch nehmen, diese Böswilligkeit. Okay, soweit erstmal dazu. Dann schauen wir uns noch ein bisschen mal unser Land erstmal genau an. Also das Kernland sind ja hier diese 4, 5 Provinzen. Die Hauptstadt ist Stettin. Übrigens, hier kommt diese schöne Mod zum Tragen mit diesen Städtebildern. Wir haben tatsächlich hier fast an jeder Provinz eine eigene. Stettin mit Entwicklung 10. Hier haben wir Schiffsbedarf. Greifswald mit Entwicklung 6. Salz. Stralsund. Schaut mal, schönes Gemälde. Fisch mit Entwicklung 8. Was haben wir noch? Kolberg. Ist nicht ganz zeitgenössisch, dieses Gemälde. Auch Fisch mit Entwicklung 8. Und Stolp. Stolp, Entwicklung 6. Und ebenfalls Fisch. Also hier ist nicht so viel los. Entscheidend auf jeden Fall natürlich Stettin. Auch mit einem sehr, sehr hohen Handelseinfluss. Das wird noch wichtig sein. Dann haben wir dazu erobert Rostock und Wismar. Rostock, eine große Stadt, genauso groß wie Stettin. Ihr seht es hier, Entwicklung 10. Ebenfalls Schiffsbedarf und in Wismar Tuch mit Entwicklung 6. Das ist nicht ganz so bedeutend. Aber eine wirkliche Stärkung hier unseres Herzogtums erfolgte durch diese drei Städte. Und allen voran muss man hier erwähnen, Danzig. Danzig, Wahnsinn. Eine riesige Stadt für diese Verhältnisse. 17. Ihr seht hier dieses schöne Stadtporträt. Und vor allem auch mit einem sehr, sehr hohen Handelseinfluss hier verbunden. Also das wird uns hoffentlich hier noch richtig helfen. Dann haben wir Königsberg, auch eine große Stadt mit 13, auch größer als Stettin. Wichtig hier eine Festung. Und wir haben die Marienburg, auch sogar die Stadt selbst größer als Stettin mit 11. Ja, das ist sozusagen unser Herzogtum im Moment. Schauen wir uns noch unsere Armee an. Wir haben 10 Regimenter und mehr können wir im Moment auch gar nicht unterhalten, beziehungsweise das ist unser Einheitenlimit. Das erscheint jetzt sehr wenig für so ein großes Reich, hängt aber mit der extrem hohen Autonomie zusammen, die wir hier haben, in den eroberten Gebieten vor allem. Wir sehen das hier 69, 94, 95 und diese Autonomie führt natürlich auch dazu, dass das Einheitenlimit aus den Provinzen quasi negiert wird. Also das ist, muss schon mal ein Ziel sein, dass wir irgendwie mit der Zeit wirklich die Autonomie hier runterbringen. Das gleiche betrifft Wismar und Rostock im gleichen Maße, ihr seht es. Dadurch ist natürlich auch keine Unruhe, aber ist natürlich ein Riesenproblem mit 10.000 Mann für so ein großes Land. Das ist unschön. Unsere Flotte sieht vielleicht ein bisschen besser aus, wenn wir uns das angucken. Wir haben ein Flottenlimit von 18 und derzeit 14 Schiffe. Davon sind 7 Schiffe leichte Schiffe und 5 Transportschiffe und 2 Galeeren. Das ist der Stand der Dinge. So, was sind jetzt unsere Ziele hier? Unsere Ziele. Ich würde sagen, es gibt verschiedene. Also wir müssen uns ja erstmal vergegenwärtigen, was hier passiert ist. Offenbar scheint hier so ein bisschen, ja, die Strategie einer absoluten Ostseemacht ausgerufen worden zu sein, möglichst viel von der Küste erobern, um möglichst viel Handelseinfluss auch zu bekommen, um möglichst eine starke Flotte zu erhalten. Das scheint so die Strategie der letzten Herzöge hier gewesen zu sein und ich denke, wir können die durchaus auch fortsetzen. Ich will aber da ein paar Sachen noch hinzufügen. Als erstes denke ich, sollte ein aufgrund
ja, dieser historischen Auseinandersetzung durchaus ein Ziel sein für uns. Die Uckermark als Teil von Vorpommern und die Neumark, so aus Prinzip, dazu zu gewinnen. Das könnte man als Ziel formulieren, also eine klare Frontstellung gegen Brandenburg. Wenn es uns möglich ist, dann können wir hier versuchen, weiter die Küste entlang zu erobern. Ich denke, das würde in der Konsequenz hier ja durchaus Sinn machen. Ermland und Memel vom Deutschen Orden. Allerdings sei hier schon mal erwähnt, der Friedensvertrag des Deutschen Ordens mit Polen, Litauen und so weiter läuft in einem Monat aus, während unser noch 9 Jahre hält. Insofern glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass hier noch was übrig bleibt, wenn wir die Gelegenheit dazu bekommen. Aber das wäre auf jeden Fall noch ein weiteres Ziel. Und dann finde ich, ein unbedingtes Ziel müsste es sein, wenn wir hier schon diesen Weg eingeschlagen haben. Gerade auch mit dem Blick auf die erwähnte Frontstellung oder den Konflikt, zum Beispiel von Erich von Pommern mit der Hanse, dass wir vielleicht versuchen, hier Lübeck zu vasalisieren. Das wäre doch ein schönes Ziel. Also ich finde, das wäre ein bisschen unrealistisch, es wirklich zu erobern, aber eine Vasalisierung fände ich eine ganz gute Option, dass also die Stadt abhängig wird vom Herzogtum Pommern, zumal man dadurch ja auch Handelseinfluss bekommt und das ist ja wirklich enorm in Lübeck. Also wie viel ist es? 27. Ja, also das wäre ein Ziel und damit, ja, damit, wenn wir das schaffen, wären wir schon sehr, 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 sehr weit gekommen. Da gibt es einige Probleme, um dahin zu kommen. Das werden wir aber dann bei den Details weiter besprechen. Und natürlich, ich sag mal, allgemein innere Entwicklung des Landes, Ausbau, geringere Autonomie, also eine stärkere Zentralisierung, alles Mögliche. Schön wäre natürlich gewesen, wenn wir in Greifswald noch die Universität bauen könnten, aber das werden wir nicht hinkriegen, weil administrative Technologie 17, da sind wir soweit noch nicht. So, was können wir uns noch angucken? Wir können uns noch mal kurz die Kaisersituation angucken oder die Reichssituation. Wir haben im Moment Friedrich III. Von Habsburg, wenig überraschend, als Kaiser. Interessant ist, wie hier so gewählt wird. Also Köln und Mainz wählen die Habsburger. Dann haben wir die Brandenburger, die Polen unterstützen. Ja, das kommt und das ist schon unser erstes großes Problem. Die sind miteinander verbündet. Wir haben Böhmen, die die Pfalz unterstützen. Wir haben die Pfalz, die auch die Pfalz unterstützt. Wir haben Sachsen, das Hessen unterstützt. Und wir haben Verden als Kurfürst, die unterstützen uns. Ja, tatsächlich. Wir sind auch verbündet. Also das ist diese Situation. Und ja, können wir uns vielleicht nochmal das Reichsgebiet anschauen. Aber da gab es jetzt, glaube ich, wenig Überraschung. Okay, liebe Leute, das ist der Auftakt gewesen. Das ist hier unsere Folge 0 mit OTA. Oder. Ich habe es schon wieder vergessen. Gucken wir uns doch mal an. Wo war er? Hier. OTA. OTA dem Dritten. Und in der nächsten Folge geht es dann richtig los. Dann werden wir hier die ersten Maßnahmen einleiten und überlegen, wie wir diplomatisch vor allem jetzt hier vorgehen werden. Also, bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.